Wird man durch Unwissenheit entschuldigt am letzten Tag oder nicht? Erstmal diese Frage ist bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht bei uns. Allah wird entscheiden, ob Allah subhanahu wa ta'ala die Entschuldigung, dass die Person unwissend war in Dunya, ob Allah subhanahu wa ta'ala diese Entschuldigung annimmt oder nicht. Wir können das nicht entscheiden. Also am Ende entscheidet Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wir haben Klarheit, koranisch. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Wir werden stets nicht bestrafen, bis wir einen Gesandten erweckt haben, gesendet haben. Klar. Deshalb die Strafe ohne Warnung wird nicht. Und Barakallahu fikum, zweitens, man muss natürlich verstanden haben, dass die Sache falsch ist oder richtig ist, damit man das gemacht oder verlassen hat. Und jetzt eine Frage bitte. Ein Deutscher, Italiener, Spanier, Franzose, Europäer nimmt den Islam an. Und der weiß nicht von bestimmten Themen, dass sie Schirk sind. Und keiner hat ihm das beigebracht. Man hat ihm beigebracht, Allah ist der einzige Gott, du musst Allah allein einzig anbeten, er gebührt diese Anbetung. Und diese Person weiß nicht, zum Beispiel in bestimmten Sachen, dass sie Schirk sind. Denkt ihr, dass diese Person dann bestraft wird? Oder denkt ihr, dass diese Person Käfer geworden ist oder Muschrik, weil er etwas tut oder gesagt hat, was er nicht wusste? Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Was bedeutet مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى? Nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist, dann kann man sagen, dass wir diese Person, angenommen, macht etwas. Wir sagen, diese Person hat gelernt, du gehst zu einem Grab und du wirfst dich nieder. Dann sagen einige Leute, ja, dann ist er von Anfang an nicht Moslem. Aber keiner hat ihm gesagt, dass es falsch ist. Der dachte, das ist in Ordnung. Weil derjenige, der ihn zum Islam gebracht hat, der hat ihm gesagt, das ist in Ordnung. Und so hat er gelernt. Jetzt, diese Person macht das. Und er denkt, dass das gut ist. Und er wusste davon nicht. Kannst du jetzt diese Person vom Islam ausschließen? Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Die Sache ist nicht so leicht. Pass auf diese Sachen, einen Muslim vom Islam auszuschließen, einen Muslim zu töten, Todesstrafe zu verhängen, ein Hadd zu beschließen. Das ist nicht leicht. Aber komischerweise, wir sind in einer Zeit, dass unwissende Leute über solche Themen reden, möge Allah subhanahu wa ta'ala so wahren. Und die nutzen übrigens die Wörter von den Gelehrten aus und die missbrauchen die Wörter von den Gelehrten. Eine Frage an diese Leute. Wenn jemand, die Götze auf dem Grab von Al-Badawi anbetet, ist er Muslim oder Kafir? Ich habe einen großen Gelehrten, der bekannt ist, der gesagt, wir können diese Person vom Islam nicht ausschließen, bis man Al-Hujja bei ihm, Iqamat Al-Hujja gemacht hat, bis man die Aufklärung gemacht hat. Ja, dann sollen Sie sagen, dieser Großgelehrte Kafir ist. Und dann sage ich euch,